Warum sitzen die hier? Ah, scheiße. Wie ich es einfach wusste, dass ich... Hallo? Warum kriege ich keinen... Ah ja. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein. Oh, ich liege aber schön in der Sonne. Ich liege aber schön in der Sonne. Sonnenbad. Sonnenbad. Da ist ja noch einer. Ach, Manno. Wie ungünstig. Na gut. Scheiße. Ja, möchte ich. Mann, ich bin so kurz vor meinem Zuhause gewesen. Und da geht mein Speer einfach kaputt. Gibt's doch gar nicht. So, warte mal, wo liegt denn meine Leiche jetzt? Nicht auf der Höhe. Sondern. Warte mal, komm ich denn hier runter? Wird das was oder wird das hier eher nix? Okay. Ich glaube, ich liege noch einen drunter, ne? Liege ich noch einen drunter? Fuck. Ja, zum Glück bin ich schon 10-mal Level 50 geworden. Ob das hier was wird jetzt dann. Wo ist denn meine Leiche? Warte mal, die ist hier um. Die kann ja nicht so weit weg sein von hier. Weil ich habe ja meine Kapsel gesehen. Hä? Ah. Da. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt. Ah, da. Ich dachte gerade schon, ich muss den Stein abbauen. Okay, Moment. Inventar. Warum ist mein Speer eigentlich kaputt gegangen? Richtig dusselig. Warte mal, Wasser. Sauerstoff. Es passt alles. Ja. Na doll. So was Blödes. Warum kann ich nicht rennen? Ich kann nicht springen und nicht rennen. Warum? Nee, warum kann ich nicht springen? What the hell? Ich kann nur langsam laufen gerade. Ich bin aber nicht überladen oder so. Ah. Hä, lul, der war im Bückmodus. Okay. Oh, das ist auch geklärt. La 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 la. Ich mag das Unterwasser. Okay. Ja gut, ich darf noch einmal sterben, ne? Das zeigt schon ein Problem. Ein klitzekleines.
So. Da ist die Butze. Vielleicht baue ich da einfach mal so eine Rampe, ey. Just for fun. So, Fleisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist, das aufzuhängen oder es doch zu brutzeln, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Bin mir da irgendwie noch unsicher. Ich meine, es sieht zwar ganz nice aus. Auf den ersten Blick, auf den zweiten dann eher nicht so. Und das Fleisch. Ach, das Fleisch stimmt ja gar nicht, okay. Mhm. Nimmt er den Speck? Nee, Speck nimmt er auch nicht. Warte mal. T-Bone Snake. Aha. Da geht also auch gar nicht alles drauf. Alles klar. So, dann werden wir noch ein bisschen Eisen los, würde ich sagen. Kohle machen wir erstmal hier rein. Brauchen wir bestimmt noch irgendwann. Den Wurmshit hau ich jetzt mal da rein. Hoch. Unbekannter Sang. Luca. Flowerstone-donate 2 Euro. Unbekannter sagen dir Hallo Mr. Luca. Hallo Mrs. Luga. Okay. Mr. Mrs. Was denn jetzt? Hallo Leon. Kuss geht raus wie 2 Euro. Also sagt Mr. Mrs. Hallo? Oder wie soll ich das verstehen? Tell me. So, mal kurz den Nägel. Wo ist denn mein Leder? Hab ich das weggepackt? Natürlich. Wenn ich super schlau bin. Super schlau. So. Und dann fehlt mir aber auch Holz. Sehe ich gerade. Hier. Einmal Holz. Wobei, ein bisschen was kann ich. Oh, geht eigentlich. 6 Stück. Okay, dann kann ich zumindest den Boden machen. Ich gehe mal trotzdem. Ja. Okay. Sah gut aus. Ich habe anscheinend durchs Maul geschossen. In dem Moment, als das geöffnet hat. Nice. Sehr nice. Wie geht's dir denn, Neon, du krankes Huhn? Hab genug Holz. Selbst die Verwirrung ist verwirrend. Flowerstone unterstrich donated 1 Euro. Selbst die Verwirrung ist verwirrend. Ist so, ja. Was hast du denn? Flowerstone unterstrich donated 1 Euro. Ich sage Hallo zu Luga. Hallo Leon. Okay. Ja, ich sehe. Warte mal, habe ich jetzt mein Dach fertig? Ja, ne? Mein Dach war fertig. Okay, selbst die Verwirrung ist verwirrend. Das ist so richtig, ja. Wir heben das mal hier auf. Erst, achso. Ach, ein Stein sieht doch alles gleich wieder hübscher aus. Müssen das jetzt direkt verdorben? Habe ich das nicht gerade hier rausgeholt? Ach, egal. So, Speck. Und Gammelfleisch. Und Gammelknochen.
Ich hoffe, dass Thorsten bald mal kommt, damit er mir Rüstung machen kann, ne? Das wäre echt gut. Ich brauche nämlich Rüstung. So nackt, wie ich hier spiele, ohne meinen Stuff. Ich bin mal gespannt, ob er seinen Stuff bekommt, wenn er reinjoint. Bei mir hat es ja leider nicht geklappt. Warum auch immer. Schmeißt er meine Sachen die ganze Zeit raus. Aber ja. Und warum ist meine Fackel hier drin? So, dann brauchen wir noch 3, 4 Decken. Und dann brauche ich eigentlich nur noch Wände. Wobei ich das eigentlich ganz hübsch finde, gerade mit den Holzwänden. Den sollte ja auch theoretisch nichts passieren, weil ich ja Steindecken habe, ne? Eigentlich. Oh Gott. Flowerstone unterstrich donated 1 Euro. Here comes to money. Money, 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 money. Money LW lebt XD. Danke für den Euro. Klingt auf jeden Fall, klang auf jeden Fall sehr kurios. Sehr, sehr komisch. Manni, Manni, Manni. Manni sagt das immer so absolut monoton, ne? Das ist so heftig. Ich höre doch hier was knurren. Guck mal, wie schick das einfach aussieht. Soll ich die Wände einfach in Holz lassen? Wer hat das was in Holz? Finde ich. Wir können daraus Stein machen, dann könnte das vielleicht ein bisschen besser zum Kamin passen. Sieht so dein Haus in Real Life auch aus? es wäre wahrscheinlich größer in Real Life. Es ist doch sehr klein. Ist eher so ein Einzimmerhaus irgendwie. Aber nein. In Real Life sieht das so nicht aus. Ich mach dir mal hier einen Stein. Mal gucken, wie das aussieht. Kommst du denn darauf? Nee, also selbst mein... Na ja, wo? Beim Streamzimmer. Von der Größe her könnte das passen. Okay. Hallo! Ich bin sehr gespannt gleich, wenn du reinjoinst, was du sagst. Ich sehe das Haus. Nee, ich meine nicht das Haus. Ich meine andere Eventualitäten, die eventuell belastend sind. Dass du nicht alles mitnehmen kannst? Dass du gar nichts mitnehmen kannst. Du kannst nichts von den Sachen, die wir freigeschaltet haben, mitnehmen. Ich bin einmal reingejoint, dachte so, okay, ich hab nichts, bin ich also nochmal rausgejoint, hab Schiffgebiet nochmal neu gestartet. Dann hat das wieder nicht geklappt. Dann habe ich wieder nochmal neu gestartet, Schiffgebiet, wieder nichts. Also, ich musste jetzt komplett von vorne mit Steine und hast du nicht gesehen, Steinaxt, Steinhacke. Ich kann gar nichts mitnehmen. Und ich glaube nicht, dass das missionsbedingt ist, oder? Ist das irgendwie... Sehen wir jetzt ja gleich. Ich weiß nicht, ob dabei was gestanden ist. Also, dabei gestanden hat nichts, das kann ich dir schon mal sagen. Muss mir nur sagen, wann ich jetzt joinen kann. Achso, warte, ich gucke noch meinen Kamin an, damit wir eine schöne Aussicht haben. Okay, bin bereit, dass du mich laggen kannst. Also, in-game, also, ja, egal. Join einfach rein. Lass es einfach. Bereit für die Lag, wollte ich eigentlich sagen, aber irgendwie... Nee. Mach das nicht mehr. Hallo, Ossi. Der Lag wie der Lag halt. Nicht, das nicht, hat keiner gehört. Nicht das Eislegen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin übrigens auch nicht so weit weg von dem... von unserem Schiff. Ich habe bisher auch nur den Scan abgeholt. Ich habe gewartet auf dich, damit bis ich weitergehe. Das war nicht so, das war nicht Eislag-mäßig gemeint. Das war Lag in-game-Lag-mäßig gemeint. Aber ich mag das Haus, es sieht voll... Ich hab auch nichts dabei. Also entweder liegt es an der Quest oder durchs Update ist irgendwas gebuggt.
muss ich wieder F drücken. Ja, ich bin die ganze Zeit am R drücken und so. Ich bin wegen Echo. Das ist so total verwirrend. Ich wollte zuerst E drücken, dann R. Mhm, ja. Das ist, weil wir so viele verschiedene Games spielen und natürlich alles anders ist. Ich komme mal zu dir. Ja. Ich habe soweit auch vorbereitet eigentlich. Für dich. Eigentlich müsste ja alles da sein, dass du dir ein paar Sachen bauen kannst. Haus ist aber noch nicht so, wie ich das... Also ist noch nicht die endgültige Größe. Ich vermute aber, wir haben hier diesen Scan-Bereich, wo wir den beschützen müssen. Sehr Glückwunsch. Ich glaube, dass das ist. Ich bin mir unsicher. Aber ich habe eigentlich ziemlich nice gebaut. Ich finde das irgendwie smart. Schon ein bisschen Oxy. Achso, siehst du, eine gute Idee. Ich könnte mal meinen Oxy tauschen. Eine Sauerstoffflasche habe ich dir auch schon vorbereitet. Eine Trinkflasche müsstest du dir noch machen. Ja, einfach bloß, dass ich mal ein bisschen Netz was habe. Hm. Aha, aha, aha. Hallo Vulkan, ich grüße dich. Ach, guck mal, Vulkan hat ja jetzt sogar einen Stern. Aha, du hast ja so ein Sternchen dran. Das ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Cool. Boah, bist du auf deinen Subs. Was? So achtest du auf deine Subs. Nein, das, ich habe das Zeichen an sich habe ich ja gesehen, aber nicht, dass da auch ein Stern drin ist. Weil guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern auch nur übers... Ah, okay. Weil guck mal, wenn ich jetzt das mache, ich habe ja viel mehr Sternchen drin. Auch nur übers Tab drin. Ach so, macht das einen Unterschied, oder was? Ob du über Tab drin bist? Nee, du kannst ja das Symbol, nee, das Sub-Symbol kannst du ja nicht einstellen, explizit. Nee, das weiß ich ja. Aber, oh, meine Wasserflasche ist leer. Hallo, wer sind Sie? Sind Sie ein Einbrecher? Hallo, ich... Nein, ich kaufe nichts. Snack-Menü mit einem Big Mac. Zum hier essen oder zum mit mitnehmen? Zum mitnehmen, bitte. Eine Cola mit Mayo? Was? Nein, eine Mayo dazu. Du hast aber gerade Cola mit Mayo gesagt. Ja. Du hast Cola mit Mayo gesagt. Ist ja ekelhaft. Hatte ich ein Gerücht. Sagt sie dir, wo ich auf den Decken geht. Ja, so aus der Flasche habe ich dir vorbereitet. Leder ist nicht so wirklich da. Wir haben jetzt halt unsere ganzen... Wir haben kein Leder. Na, ich musste ja ein bisschen Stein bauen, wie du siehst. Und ich habe keine Ledervorhänge gebaut, wie du siehst. T3 Sub und Vulkan T2 Sub. Ja, ich bin aber automatisch, glaube ich, immer. Ja, Luke ist halt wichtiger. Nee, das ist, weil ich der Host bin. Ich bin der Horst. Der Horst? Du hast so ein kleiner Lecker. Flowerstone unterstrich donated 1 Euro. Dann meine Sauerstoffflasche hast du schon. Ah ne, die sagt Thorsten, du kleiner Lager, hat sie gesagt. Danke für den Euro, Leon. Kuss, kuss. Thorsten, du kleiner Lager. Ich habe extra 2 Eingänge gemacht, damit wir uns, wenn wir uns mal streiten sollten, ja, kann einer links und einer rechts rausgehen. Als ob wir uns streiten. Sag mal ehrlich. Bei Icarus immer. Also bei Icarus streiten wir uns immer. Nein, wir sind uns so uneinig. Ja. Fakt ist, ich habe hier schon ein bisschen was an Eisen. Du könntest mir, wenn du cool bist, weil du deine ganzen Werkzeuge gemacht hast, ein bisschen Stuff herstellen. Aber nicht Leder hab gerne. Dafür müssen wir jagen gehen. Mhm. Hier ist übrigens ein Bär. Den habe ich jetzt erstmal so gut es geht vermieden. Alleine. Und hier irgendwo ein Wolf, der getötet wurde. Yep. Ich hab das genau gehört. Du zerstörst die Natur. Ich weiß es genau. Wochenende ist schon geil. Ja, stimmt, du hast heute frei, ne? Hase? Aber. Gar nichts gemacht. Ihr kriegt bei den Singles Luger und Thorsten ist immer voll programmiert. Was?
Krieg bei den Singles? Rennst du hier gerade? Nee, hier sind Wölfe. Ey! Mach deinen Kopf hoch. Ja, das, wie komme ich da jetzt ran? Ohne, dass ich in den Tod stürze. Ja. Bleib doch stehen, du Kackriemann. Ich habe jetzt frei seit etwa einer Stunde. Sehr nice. Du kleiner Lacker. Aber ich finde, platzmäßig habe ich was sehr Nices ausgesucht, oder? Du hast eigentlich immer ein Wasser. Nee, nee. Aber wenn du hier so stehst, guck mal, ich habe noch nie so cool gebaut, dass wir hier einfach so über die Karte gucken konnten. Das ist einfach anders geil. Ganz feini gemacht. Ich finde das übel nice. Okay, ich glaube, ich komme nicht wieder hoch, oder? Hallo. Oh Mann, ich werde sowas von in den Tod stürzen. Okay. Naja, ich probier's mal, ohne zu sterben. Weil ich glaube, mich hier wieder zu beleben, ist auch nicht gerade so nice. So. Okay, das hat schon mal geklappt. Du bist ein Hase. Gehe ich nochmal in die Höhle? Trinkschlauch herstellen. Wird aber gleich dunkel, ne? Warte mal, die Höhle war... das war hier diese Zwischenstufe. Hier muss das gewesen sein. Wenn Luga nicht hochkommt, dann holt sie der Berg runter. Das ist richtig. Oh oh. Ich bin heute Bergsteig. Oh mein Gott, Leck. Oh mein Gott. Aua. Ich hatte Leck. Das war nicht witzig. Time to build a Fahrstuhl. Nicht, ich habe auch schon. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir eine Rampe baue und so. Ich gehe in die Höhle. Halt die Gusch, du alte Musch. Ja. Ich habe einen Bär gefunden. Ja, habe ich dir doch gesagt, das ist ein Bär. Habe ich doch gesagt. Any Monsters hier? Hallo? Wo ist das? Was geht hier? Wird nicht gespuckt. Okay, ich hab da irgendwie gerade festgehangen, witzigerweise. Ist hier kein weiterer? Kein weiteres Monster? Ah, ich habe einen Knochenbruch, ne? Shit. Naja, gut. Egal. Solange ich laufen kann. Nee. Ich wollte auch erst so eine Rampe bauen, dann dachte ich, okay, wenn ich die Hülle hier leer gelootet habe, dann ist eigentlich auch wurscht. Weil dann gehst du sowieso dann woanders hin. Habe ich weniger Ausdauer wegen meinem Bein? Kann es sein? Wir haben übrigens direkt bei uns bei der Base diesmal so ein Goldabbau Tieferzvorkommen, ne? Kann man da überhaupt zwei kommen? Ich weiß es nicht. Aber es sind auch wieder ein paar neue Missionen dazugekommen, direkt am Anfang. Sind irgendwie jetzt. Wir werden nie fertig. Dank dem Patch sind wieder zwei weitere dazu gekommen. Ich komme da irgendwie nicht hoch. Ich sag ja, wir werden nie mit der Mission durch sein. Wenn das so weitergeht mit denen ihre Patch. Komme ich da irgendwie
Crouch-Modus. Fahr ich nur runter. Und ich muss doch hier, warte mal. Dann gehen wir halt da lang. Büffel können wir nicht auseinandernehmen, weil ich habe kein Messer dafür. Ja. Muss ja erst andere Tiere finden. Oha. Ach, so ungewohnt, dass ich nicht alles abbauen kann, weil ich meine Sachen nicht habe. Ich hoffe die ganze Zeit, dass ich wirklich nur an der Karte, ne? Und nicht irgendein Bug bei dem Update. Kommst du drunter, ob ich lagst? Also es liegt echt daran, wenn wir zusammen spielen, ne? Ich hatte nicht einen einzigen Lag jetzt, so. Mann, Torsten. Hier gleich drauf, du scheiß Kaputschwein. Auf. Lass das. Lass das. Lass das. Schweine, unterlassen Sie das bitte. Ich hätte auch geguckt, ob irgendeine Quest drin ist. Quest vor allem. Eine Mission, wo wir am. Dings, rote Materie, vor allem. Wo wir Dingszeug hier bekommen, exotischer. Aber ist leider nichts drin gewesen. Deswegen habe ich jetzt die ausgewählt, weil die erstmal einen Strang wieder freischaltet. Die rote Materie, man kennt sie. Aber das Steinmesser ist echt Pain, ne? Ja. Das ist so nervig einfach. Oder du das permanent reparieren musst. Weil bei meiner Spitzhacke ist das eigentlich ganz nice so. Wo ich eigentlich Verschleiß geskillt hatte. Ist hier noch irgendwas? Spindelein in meiner Tropfsteinhöhle. Okay, ich glaube, die habe ich jetzt endgültig leer gemacht. So ein bisschen Platin und Aluminium drin. Sonst habe ich ja alles. Oder? Nee, da ist noch was. Und dann müsste es leer sein. Ja, dann würde ich gleich noch mal ein paar Pfeile machen. Dann können wir mal den ersten scannen. Den ersten Scan machen, weil ich glaube auf jeden Fall, dass dann Tiere kommen und spawnen. Oh lol. Ja, ohne Leder hast du mal keine guten Pfeile. Das sieht draußen ein bisschen so aus, als wenn ich da sterbe, wenn ich da rausgehe. Der Himmel ist einfach übel dunkelrot. Meine nicht dunkelrot. Dann hoffe ich, dass das nur an der Höhle liegt. Ich meine, es sieht nice aus, keine Frage, aber. Warte mal, habe ich jetzt noch was gesehen? Hier hat es geglänzt. Ich höre eine Gemse. Wenn da draußen eine Gemse rumläuft, dann ist alles gut. Wenn die das überlebt, übernehme ich das auch. So. Herstellung verbrannt. Ey, was ich heute schon an Verbänden hergestellt habe, ne? So oft wie ich geblutet habe von diesen Kack-Wildschweinen. Ohne Worte, ich sag's ja. Einfach ekelhaft. Jedes Wildschwein, was mich irgendwie getroffen hat, hat mich zum Bluten gebracht. Ich bin gerade hier am Heilen, das muss ja zum Wolf nicht der Kleine. Oder auch nicht. Was soll denn die Kacke? Jetzt habe ich keinen Stein zum Reparieren. Und gerade Steine weggeschmissen. Oh, da kommt noch ein Wolf. Bist du irgendwo in der Nähe von mir oder. Was hast du da eigentlich markiert auf der Karte? Achso, unser Haus. Hä? Haben wir jetzt eigentlich ein Haussymbol auf der Karte? Ja, ne?
Ach, du bist hier direkt beim. Ach ja. Brauchst du Hilfe oder geht? Hab mir gerade ein Holunder-Salami. Holunder-Salami? Bämsch ist Brötchen, glaube ich, ne? Hallo. Warum Holunder? Weil ich keine Margarine habe. Holunder? Ich kenne Holunder aber nur zum Trinken. Was? Yes. Wo ist mein Wolf? Ey, ich wollte den gerade ausnehmen. Come on, Matt, talk to me. I'm alive. Tell me where you are, give me your position. On Sol 19. Where are you? Give me a visual, just tell me what you see. Surprise. I did not die on Sol 18. Hello, Hal, do you read me? Yeah. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Are you sure? Cargo and ship destroyed. I made it. I'm here. I'm on the station. Do you copy? We copy, Houston. What's the problem? Even though the crew must have thought I was dead, I have no way to contact NASA. Talk to me. Just say something. Say anything. I don't care. And even if I could, it's gonna be 4 years until a manned mission can reach me. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. I'm sorry, Charlie. I can't do it. It's a busy morning, huh? Yeah. I am not losing you! Brett. Ash. And Captain Dallas are dead. As most of you know, Christopher Pike, former captain of this ship, and our friend, is dead.